So, jetzt geht's weiter. Ja, der Akku war leer. Auf jeden Fall konnte ich mich zwischen den beiden Haarreifen nicht entscheiden. Und habe dann halt beim Berlin-Konzert einfach gedacht, ja komm, nimmst du halt doch die mit den pinken Öhrchen. Weil die halt einfach irgendwie besser zum Leo-Oberteil passen. Und ja, ich liebe halt einfach beide Haarreifen. Deswegen, die mussten einfach mal sein. Und da die auch nicht gerade mega teuer auf Amazon sind, habe ich mich dann halt dazu entschieden, beide zu kaufen. Ja. So. So, dann habe ich mir noch was bei Kaufland gekauft. Und zwar hatte ich mir bei Kaufland von Classic die Knusper-Snack Pfeffer wieder mitgenommen. Hin und wieder esse ich die wirklich mega gerne und die kann ich nur empfehlen. Die sind zwar mittlerweile leider 20 Cent teurer geworden, aber ja, irgendwie sind das alle Produkte. Von daher, wenn man das dann wirklich haben möchte, dann ja, muss man sich das halt zweimal überlegen, ob man diese 20 Cent mehr wirklich dafür ausgeben möchte oder nicht, aber ich habe das halt gerne gemacht. Dann habe ich mir einen kleinen Kinderweihnachtsmann gekauft, weil die gab es im Angebot bei Kaufland, das Stück 1,09 € und ja, konnte ich nicht da lassen, musste ich mir mitnehmen. Ist so lecker mit dieser Ü-Ei-Schokolade. Oh, ich liebe das. Es geht nichts über Ü-Ei-Schokolade. Dann habe ich mir noch Katjes Wunderland gekauft. Die habe ich mir allerdings gekauft, als ich im November in Wesel war. Da habe ich die im Rewe gekauft. Und ja, also ich habe sie schon seit November und habe sie aber immer noch nicht gegessen. Und deswegen kommt bestimmt die nächsten Tage irgendwann dran, ne? Ich meine, ich habe auch noch so viel Kram von Weihnachten, deswegen, ja, also an Süßigkeiten sollte es wirklich nicht mangeln. Ich heb mir die meisten Sachen natürlich auch auf, weil, ja, man gönnt sich ja hin und wieder dann mal was und ja, man sollte es halt nicht übertreiben, ne? Und ja, dann auch noch die Leibniz Keks und Cream Choco. Die sind auch schon offen, weil ich mir da schon so zwei, drei Stück draus stibitzt habe. Das sind ja diese Kekse, wo in der Mitte Schokolade ist und die schmecken auch wirklich lecker. Hatte ich so eine ganze Packung von mit auf dem Konzert in Oberhausen halt vorher, wo ich da die ganze Zeit am Warten war. Ich habe mir zwischendurch davon dann immer einen Keks in den Mund geschoben und ja, dann ist halt eine von meinen Mädels gekommen, die hatte einen Humanoid. Und ja, die hat das halt mitgekriegt mit den Keksen. Und dann war sie aber genau in dem Moment da, wo ich nur noch einen Keks hatte. Und ich habe ihr das dann auch gesagt. Sie hat dann halt so diese Packung genommen und hat sich dann halt den Keks daraus genommen. Das tat mir in dem Moment auch leid. Aber ja. Ich hatte halt an dem Tag Heißhunger da drauf. Und deswegen habe ich mir hin und wieder dann halt so einen Keks genommen. Ich bin ja in Sachen Konzerte mittlerweile schon ein alter Oldtimer. Deswegen und ja, ich weiß, dass ich vorher genug essen und trinken muss. Und ein paar Mal auf Toilette muss irgendwie. Und dann haut das auch hin. Dann habe ich mir noch. Die habe ich einem Fan abgekauft. Und zwar sind das diese Leuchthandschuhe. Ja, die gab es auf der Feel It All Tour 2015 beim, ich glaube, Feel It All Package war das sogar, oder Kings of Suburbia oder irgendwie so eine Art. Auf jeden Fall gab es da halt so dieses Package und da haben die Fans halt dann auch noch diese Handschuhe geschenkt bekommen. Und ja, ich habe das halt so mitgekriegt über Facebook, dass da halt so ein Fan bei war. Die hat da so insgesamt drei Paar von den Handschuhen gehabt. Und hatte dann halt noch zwei Paar davon, die sie am Verkaufen war. Und dann habe ich halt so gefragt, ja, sind die denn noch da? Kann ich dann davon ein paar haben? Und ja, sie hat dann halt ja geschrieben.
Die haben das Paar je 10, also 10 € gekostet, sprich ich habe insgesamt 20 € bezahlt. Ist vollkommen in Ordnung, also über den Preis kann man überhaupt nicht meckern. Sie hatte mir auch schon geschrieben, dass einer von den Handschuhen leider defekt ist, also der hat so einen leichten Wackelkontakt und ja, zwischenzeitlich hat er da mal geleuchtet, aber mittlerweile leuchtet er nicht mehr. Ist schade, aber kann man halt nicht ändern. Ja, ist trotzdem eine schöne Deko und ja, ich habe die dann irgendwann nochmal ersteigert. Also habe ich dann noch von einem ganz anderen Fan ein paar abgekauft und ja, ich habe das dann so gemacht, dass ich dann, weil ich Carrie halt auch nicht das Paar geben wollte, wovon einer kaputt war, weil ich ihr versprochen hatte, dass ich ja auch eins von den Handschuhpaketen besorge. Habe ich das dann halt gemacht, dass ich dann halt noch zusätzlich eins bestellt hatte, sprich ich hatte 3 Pakete, habe dann halt das eine der Carrie mitgebracht und ja, sie hat sich dann halt auch gefreut. Und ja, ein von den Handschuhen, das war der rechte, den hatte ich auf dem Konzert in Berlin auch an und habe damit dann halt so entweder so rumgewedelt oder ich hatte ihn an. Ich hatte den auch, glaube ich, auf grün gestellt oder auf blau. Und ja, also ist auf jeden Fall ein mega cooler Effekt. Also ich liebe diese Handschuhe auf jeden Fall. Und ja, bin halt ein stolzer Alien, dadurch, dass ich sie besitze und freue mich darüber. Und ja, ich kann ja mal gucken. Ich kann ja vielleicht mal den Einfluss anmachen. Ja, ich kann ja mal den einen für euch anmachen. Da, genau. Seht ihr es ja, wie bunt die funkeln und dann sind die so rot und dann wechseln die so die Farbe. Das finde ich auch richtig geil. Und kann man auch feststellen, da ist pink, da ist so orange. Ah, okay. Der eine Finger hier unten, der leuchtet gar nicht. Das ist nicht schön, aber okay, kann ich nicht ändern. Wahrscheinlich hat er irgendwie ein, dass da irgendwie ein Defekt ist oder so. Naja, kann man nicht ändern. Dann halt so, da geht er dann auch. Da sind dann alle an. Finde ich auch richtig geil. Und ja, da ist halt grün. Ach so, das ist so abgestuft. Jetzt zum Beispiel bei Grün leuchten nur zwei und ja, immer so weiter. Richtig geil. Auf jeden Fall finde ich die Handschuhe richtig toll und freue mich auf jeden Fall, dass ich sie dem Alien abkaufen konnte. Ja, ich habe das leider auch oft gehabt, dass ich ja, dass ich so aus Versehen auf dem Konzert. Also in Berlin war das. Ich habe dann so mit dem Ellenbogen irgendwie ausgeholt und habe den aus Versehen einer, die stand bei mir in der Ecke, weil ja, ich bin ja irgendwann gewandert. Ich stand irgendwann in Berlin dann ja, so rund irgendwie, also wie in so einem Kreis. Da stand ich dann irgendwie auch so mit auf der Seite von Gustav. Und ja, da habe ich dann aus Versehen einer, die stand neben mir, habe ich aus Versehen immer meinen Ellenbogen auf den Kopf gedonnert. Und ja, ich habe ihr dann so zur Entschädigung, habe ich ihr dann so über den Kopf gewuschelt mit den Handschuhen, wo ich mir hinterher auch noch dachte, warum hast du ihr über den Kopf gewuschelt? Du kennst die Person überhaupt gar nicht. Und ja, naja, da hat der Alkohol auch ein bisschen aus mir gesprochen. Und auf jeden Fall tut mir das halt mega leid, dass ich diesem Mädel meinen Ellenbogen auf den Kopf gedonnert habe, weil das war absolut keine Absicht von mir. Also ich wollte das wirklich nicht. Es ist halt im Eifer des Gefechts passiert und ja. Dann habe ich noch eine Leggings hier, dann sind wir gleich schon am Ende. Und zwar ist das mehr oder weniger gesagt eine Strumpfhose. Und diese Strumpfhose ist in Netzoptik, wie ihr das sehen könnt. Ja, ihr könnt das jetzt so grob sehen. Also so wie das jetzt hier an meiner Hand ist, so in Netzoptik, zieht sich das über die ganze Strumpfhose bis unten hin. Hier unten hin sind die Maschen dann etwas kleiner und stärker. Ich
finde, diese kleinen und stärkeren Maschen hätten die über die ganze Strumpfhose ziehen müssen. Weil, ja, bei den größeren Maschen ist das, da ist mir hier nämlich schon eine Masche im Schritt gerissen und das finde ich natürlich nicht so prickelnd. Die ist nämlich angekommen mit, werde ich euch gleich auch zeigen. Die Hose wollte ich nämlich eigentlich sowohl in Berlin als auch in Oberhausen anziehen. Hat leider nicht funktioniert, wie ihr gleich erfahren werdet. Hoch. Die ist auf jeden Fall vom Patenza. Patenza heißt die Marke. Habe ich hier auf jeden Fall eine wunderschöne Jeans. Ja, sie hat Cutouts. Sie hat sehr, sehr viele Cutouts und ist hinten an den Taschen auch ein bisschen geschlitzt und hat hier unten Franzen dran. Und ja, ich fand diese Hose halt so geil und habe sie halt auf Amazon gefunden. Und halt so an diesen Stellen, wo die Cutouts sind, soll diese Strumpfhose durchblitzen. Ich habe, glaube ich, davon auch schon mal auf Facebook, also auf meiner The Tokyo Maus gefällt mir Seite, falls ihr mir dann noch nicht folgen solltet oder falls ihr mir auch noch nicht auf Instagram folgen solltet, heiße ich sowohl in Facebook als auch auf Instagram The Tokyo Maus. Ja, auf Instagram bin ich eigentlich sehr aktiv. Da lade ich eigentlich fast täglich Stories hoch oder einfach so Posts. Und in Facebook ist das so hin und wieder. Und ja, auf jeden Fall hatte ich da auch so ein Bild, wo ich halt diese Hose anhatte und dann habe ich die Strumpfhose da drunter gehabt, glaube ich. Ja. Und auf jeden Fall wollte ich die Hose halt erst auf dem Oberhausen-Konzert anziehen und habe sie dann halt so ein paar Tage vorher hier zu Hause nochmal anprobiert und habe dann halt so gedacht, boah, nee, lieber nicht. Habe dann halt so die andere Cutout-Jeans, die ich habe, genommen, habe die dann angezogen. Und ja, ich wollte diese dann nochmal ein paar Tage vor Berlin anprobieren. Habe ich auch gemacht und Leute, ohne Schmarrn, erstmal hat die ganze Zeit dieser blöde Reißverschluss gehakt. Dann ist der Reißverschluss auf einmal kaputt gegangen. Und ja, also so, dass wir halt so ein Schlitz war. Und dann ist er auf einmal wirklich kaputt gegangen, wo ich auch nur dachte, boah, scheiße, nein. Also sprich, ich kann, falls die Hose mir eines Tages richtig passen sollte, weil wirklich, wo ich die für Berlin anprobiert habe, habe ich auch versucht, mich damit zu setzen. Und Leute, wenn ich mich mit der Hose gesetzt habe, ich sah aus wie ein deutscher Rollbraten. Wirklich ohne Schmarrn. Das hat an den Oberschenkeln wirklich so eingeschnitten. Das sah einfach nur noch eklig aus. Und das wollte ich auf jeden Fall keinem irgendwie zumuten und habe mich ja selber auch total unwohl gefühlt. Und ja, also wenn ich die Hose anziehen wollen würde und könnte, weil es ist eine 46, glaube ich sogar, oder eine 44 irgendwie, dann könnte ich sie nur mit Knopf zutragen. Also so mit Reißverschluss geht natürlich nicht, weil der Reißverschluss jetzt endgültig im Eimer ist. Aber ja, mit Knopf funktioniert das schon. Ich könnte sie dann auch so anziehen, wenn ich da zum Beispiel ein langes Oberteil drüber ziehe, so ein Oversize-Oberteil, dann würde man das natürlich nicht sehen. Und das wäre dann natürlich absolut perfekt. Aber ja, die wird jetzt auf jeden Fall erstmal eine Weile in meinem Kleiderschrank liegen, weil ich auch an meinen Oberschenkeln arbeiten muss. Ich will ja schon seit etwas längerem ein bisschen abnehmen und deswegen, ja. Das ist klar, dass es jetzt nicht von jetzt auf gleich einfach so geht, dass man, ja, weiß ich nicht, eine Menge abnimmt. Das ist halt schon ein Stück harte Arbeit und da werde ich auf jeden Fall dann fest dran halten müssen. Aber jetzt muss ich halt erstmal wieder gesund werden, weil ich halt, wie ihr merkt, immer noch ein bisschen angeschlagen bin. Und ja, morgen ist halt Silvester. Und da werde ich auf jeden Fall den Tag so verbringen, dass ich ganz viel schlafen werde, damit ich auch wirklich im neuen Jahr wieder topfit bin. Und ja, ich werde dann auf jeden Fall auch Fernsehen oder DVD gucken, dass mir dann den Tag über nicht mega langweilig ist. Und ja, im Notfall, falls mir mega langweilig werden sollte und ich absolute, und es mir auch relativ gut gehen sollte, kann ich morgen auch hier bei mir mal
Staubwischen ein bisschen im Zimmer, aber ich muss mal gucken. Ja, weil ich möchte mal wieder ein bisschen aufräumen. Ich habe das in der letzten Zeit ein bisschen vernachlässigt. Deswegen seid froh, dass ihr mein Chaos nicht seht. Und deswegen, ja, naja. Ja, auf jeden Fall muss ich auch noch sagen, ich bin in Oberhausen. Bin ich da auch die ganze Zeit mit offenem Reißverschluss rumgelaufen. Weil der Reißverschluss von meiner Cutout-Jeans, der wollte einfach nicht zubleiben. Wenn ich ihn zugezogen habe, hat das ein paar Minuten gehalten, dann ist er wieder aufgegangen. Also er hat sich selbstständig gemacht. Und ja, es ist dann schon ein paar Mal passiert an dem Tag, dass ich von irgendwelchen Fans, die ich überhaupt nicht kannte, angesprochen wurde. Wo ich auch nur dachte, ja, okay, kennt ihr mich jetzt? Erkennt ihr mich jetzt als die Tokio Maus oder wie oder was? Und nein, dann hat sich aber herausgestellt, dass denen das halt aufgefallen ist, dass mein Reißverschluss halt offen ist. Und ja, ich habe die dann auch aufgeklärt, dass ich das weiß, weil ja, was sollte ich machen, ne? Ich konnte mich ja auch nicht in den nächsten Zug setzen, nach Hause fahren und eine andere Jeans anziehen. Das ging ja auch nicht. Also musste ich ehrlich gesagt mehr oder weniger mit dem offenen Hosenstall rumrennen und ja, ich sag mir dann einfach, es gibt einfach schlimmere Sachen. Ich meine, ja, es war zwar nicht angenehm, aber mein Gott, ne, Sachen passieren einfach und deswegen, ja, ist halt einfach so. Ja, auf jeden Fall war das mein kleiner, dennoch doch, würde ich sagen, großer Haul aus der Zwischenzeit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ja. Ich wünsche euch auf jeden Fall schon mal einen guten Rutsch und ich hoffe, ihr feiert schön und ja, falls ihr euch zulaufen lasst, treibt es nicht zu bunt, ne? Also nicht, dass ihr irgendwie im Fass ohne Boden landet und euch irgendwie ins Kummer sauft oder so, ne? Das muss überhaupt nicht sein. Bei Knallern passt bitte auch auf, seid wirklich vorsichtig, weil da sind jetzt in der vergangenen Zeit schon wieder einige Unfälle passiert. Es waren zwar mehr kleinere Kinder, aber trotzdem nimmt das einfach nicht so auf die leichte Schulter. Übertreibt es bitte einfach nicht. Achtet wirklich darauf und passt gut auf euch auf. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall im neuen Jahr und ich habe euch alle ganz doll lieb. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und sage bis 2018. Ich hab euch lieb. Tschüssi, alles Einhorn.